Alle Nachrichten, die Sie jetzt von mir hören werden, sind wahr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei RUMS. Willkommen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch hier vor Ort. Tja, wir haben heute wieder eine brisante, hochexplosive Runde zusammengewürzt. Wir begrüßen heute bei uns hier an der Sprechleiste Benedikt Mittmannsgruber, Sandra Sprünken, sie hat also Mundschuh, ja. Zu Gast, wie immer, unsere Obrigkeit, die Echse. Und unsere Encore-Männin des Vertrauens, Petra Gerster. Ja, vielen Dank. Nachrichten. Wohin das müde Auge schaut, das Ohr, es kann sich davor nicht verschließen. Aber natürlich gibt es da sehr viel, was vielleicht zu wichtig genommen wird. Einiges fällt vielleicht auch irgendwie unten durch. Und wir haben also wie jede Woche die Aufgabe, das für Sie vorzusortieren, damit Sie es dann gemütlich nachnutzen können. Und was hat man uns denn so diese Woche, ja, quasi in den Ticker gehackert? WDR empfiehlt, aufs Gendern zu verzichten. Der WDR befragte jüngst mehr als 1000 Menschen zur geschlechtsneutralen Sprache. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass das Gendern den Deutschen nicht so wichtig sei. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn empfiehlt daraufhin, auf das Gendern zu verzichten. Sprache sei etwas ganz Persönliches und man wolle so sprechen wie das WDR-Publikum. Das ist schon der Gag. Also ich finde es cool. Ich würde, bevor ich anfange zu gendern, auch darauf bestehen, dass wir das türkische Element in die Sprache aufnehmen. Also nicht nur gendern, sondern auch Türken. Okay. Hast du da ein Klangbeispiel? Wie würde das vonstatten gehen? Zum Beispiel Kryptowährung. Herrlich, ja wunderbar, schön. Ich gewöhne mich an das Niveau der Sendung, ich merke es. Kommst rein, ja. Aber ist es nicht unfair? Ich meine, es leben 3,5 Millionen Türken in Deutschland oder Ex-Türken und auf die wird nicht Rücksicht genommen. Ich finde, wir brauchen in der deutschen Sprache auch mehr Üs. Ja. Ja, das ist definitiv. Aber zum Beispiel gibt es ja eins bei Obst, nee, bei Gemüse. Ja. Das ist nur für euch. Oder das, hieß ja früher Gemse. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Türken oft Gemüseläden haben. Ja, weil klar, das ist. Weil die dann denken, Mensch, das ist das. Ja, das war ja ein Zugeständnis damals. Das Wort passt zur Herkunft. Ja, komm, dann machen wir das Ü rein, dann geben sie Ruhe. Ja. Aber hat scheinbar nicht gereicht. Aber ich sag's jetzt, also ich finde es auch nicht in Ordnung, dass ihr euch darüber lustig macht, weil es verletzt mich. Und ich würde jetzt gerne noch eine Entschuldigung haben. Entschuldigung. Okay. Das war stellvertretend für uns schon mit? Na, nee, das ist für mich. Ach so. Nee, es tut mir sehr leid. So. Sag, es tut mir sehr leid. Ja, es tut mir sehr leid. Ja. Also ich denke beim Gendern immer allein die Tatsache, dass Friedrich Merz ums Verrecken nicht gendern will, ist irgendwie schon ja, ein Anstoß, vielleicht doch mal drüber nachzudenken. Aber warum? Das ist ja jetzt tendenziös. Also, so holt man sich den billigen Applaus ab. Dankeschön. Einfach gegen die CDU wettern. Das geht gar nicht. Friedrich Merz ist ein seriöser. Ich hab's nicht. Entschuldigung. Ja, es ist für mich schon so eine kleine Tradition geworden. Ich gendere eher privat, aber am Wochenende ist es für mich was Schönes, mich hinzusetzen und einfach mal so eine Stunde abzugendern. Weißt du? Und dann mal so zur Entspannung die Pronomen durchgehen oder gerade die personalifizierten Substantive. Das ist gar nicht so leicht. Sag mal ein paar. Na, zum Beispiel Onkel, ja, also der Onkel, das Onk, die Onkologin. Ja, also das ist.
ziemlich komplex. Also ich will mal sagen, pro Gendern, Leute, weil wenn wir jetzt Kindern, das, ne, da gibt es ja Studien zu, das ist nachweisbar, wenn wir den Berufe in geschlechtsneutraler oder geschlechtsgerechter Sprache präsentieren, dann trauen sich die Mädchen auch die klassischen Männerberufe eher zu. Und das ist doch wichtig und gut, weil ich finde, Frauen in der Feuerwehrwache sollte nicht nur in irgendwelchen Alarmpornos ein Thema sein, sondern wirklich auch in der Realität. Ja. Das ist jetzt auch wieder ein Gefälligkeitsapplaus, den hole ich mir ab. Aber ich muss sagen, ich finde es... Wie du. So. Richtig und toll, wenn Frauen in Männerberufen arbeiten. Das begrüße ich. Also ich begrüße jede Frau, die einen Männerberuf ausübt, denn dann weiß ich, ich muss es nicht machen. Ja? Also das ist ja quasi ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Du bist ein progressiver Typ, ich wusste das. Ja. Ist er. Er ist progressiv. Ja. Ja, also der WDR behauptet ja, dass Gendern die deutsche Sprache kaputt macht, aber ich finde nicht so sehr, wie wenn jemand Kölner Dialekt spricht. Also oh ja. Das muss parallel verboten werden. Ja, ich finde auch. Genderpflicht, Kölschverbot. Ja. Ja, da würde ich aber... Da auch mal eine Umfrage und Ü-Quote. Ü-Quote, Genderpflicht, Kölschverbot. Es gibt ja auch Dialekte in Österreich, das sind ja eigentlich wirklich nur eine Ballung von kehligen Grunzlauten. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch. Ja, oder? Hier, ich schmier dir ohne, dass du von der Mischmaschine trabst. Ja. Das ist ja ungegendert. Das war kroatisch. Da kann man gendern. Stimmt. Ich glaube, wenn ihr gendern würdet, würde das gar keiner merken. Ja? Also das würde einfach bei diesem ganzen Vokabelsalat, das würde einfach hinten runden fallen. Aber jetzt werden wir gehässig. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen lieber schauen. Das hat jetzt meine Gefühle verletzt. Aber mir entschuldigt sich niemand. Ja. Doch. Ich entschuldige mich für die mit Kollektiv, Entschuldigung. Oder? Ja, komm. Benedikt. Oh. Na, ist schon okay. Oh, guck mal, das Publikum macht sogar mit. Ja. Oh. Danke, Deutschland. Möchtest du was von meinem Wasser? Das sind natürlich auch, genau, gerade wenn es um Verletzungen geht, um Gefühl, um Emotionen. Wie ist da so ein Blick von außen? Gut. Unerträglich. Also, ich sag mal, wenn sich hier irgendjemand entschuldigen müsste, dann ihr alle bei mir, dass ich mir das hier angucken musste. Also das ist ja sowas von, weißt du, generell, ja, sitzen sie da wieder rum, weißt du, und jeder kreist nur um sich. Hier, ich werde nicht gesehen und ich muss noch erwähnt werden und so. Was ich nur verwirrend finde, was mir neu war, und da muss ich auch sagen, ist die Nachricht gut, dass der WDR-Intendant sagt, wir möchten uns nach den Zuschauern richten, weil das, muss ich sagen, also... Ich habe jetzt so, ja, ich gucke ja eigentlich kein Fernsehen, wisst ihr, ich hänge auf dem Stein ab, ich gucke in die Welt. Ja? Aber durch Corona und so, man war ja eingesperrt und da habe ich Fernsehen geguckt und ich habe in der Corona-Zeit eigentlich gelernt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einem sagen, wie es richtig ist. Und ich finde das sehr ungewohnt, dass man das plötzlich jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien sich nach dem richten, was die Leute wollen. Das ist, könnte für Menschen überfordernd sein, davon rate ich ab. Ich finde, es hat sich bewährt zu sagen, so muss es sein. Ja, das Virus kommt, die Natur ist hier, lass uns hinterm Sofa verstecken, vielleicht findet sie uns dann nicht. Der Russe kommt, lass uns rausgehen und auf ihn schießen, weil das kommt super. Ja, das bin ich gewohnt von den Öffentlich-Rechtlichen und das will ich auch nach wie vor haben. So. Ja, klares Statement. Also, ganz ehrlich. Für jemand, der Socken in Birkenstocks trägt, war das Klügste, was ich je gehört habe. Tja, also ich würde schon sagen, die Nachricht ist wichtig, einfach weil sie irgendwie dich ja auch angeht. Schön. Punkt. Ausfälle bei Bussen und Bahnen. Auch 2022 hat vielen Verkehrsunternehmen das Personal gefehlt. Die Folge: Fahrpläne mussten zusammengestrichen werden. Gleichzeitig prognostizieren Branchenverbände, dass im ÖPNV in den nächsten Jahren noch mehr Mangel an Personal herrschen wird. So würden bis 2030 allein im Busverkehr 87.000 Fahrer fehlen. 87.000 Busfahrer? Das nennt man Fahrerflucht, oder? Ja. Sehr gut. Aber es ist natürlich trotzdem, das sind schon dramatische Entwicklung, ja, also ich finde, das ist wichtig, denn hier muss die Gesellschaft ja rechtzeitig gegensteuern. Das heißt, wir müssen ja jetzt für diese Zeit gezielt Busfahrer und Busfahrerinnen ausbilden. Und ich glaube, das geht ja nur, indem man die ganz gezielt ausbildet, indem man eben ein spezielles Busfahrerabitur entwickelt. Ja, also dass man eben wirklich lernt, rechts hat Vorfahrt, bei Rot bleibe stehen.
Und wenn jetzt noch eine Frau kommt mit dem Kinderwagen, dann die Türe ganz kurz vorher zumachen. Ja? Also, und mehr darf es eigentlich nicht sein. Denn wenn du dem künftigen Busfahrer noch jetzt Unterricht gibst in was weiß ich, über Atome oder über Elementarteile, dann sagt er natürlich, Busfahrer, ahoi, ich wäre Physiker. Stimmt. Und das ist ja der falsche Weg. Ja. Wenn du Physik studierst, dann wirst du ja Taxifahrer. Ja. Können wir das nicht kombinieren? Also statt Bus zu fahren, eine Brille sich aufziehen und die Busfahrt virtuell machen? Das wäre doch cool, oder? Ja, ja, muss man sagen, für den Türken ganz schön pfiffig. Ja. Also wirklich, ja. Also. Nein, also das finde ich wirklich gut, Aldi, weil ich wollte dich unterbrechen. Nee, doch, doch, ich wollte dich unterbrechen. Nein, wollte ich nicht. Doch. Aldi, weil, genau, ist denn wirklich jede Reise zwingend notwendig? Also die virtuelle Reise, sag ich mal, ist ja sowas wie die Telefonkonferenz. Die Frage ist jeder Busfahrer notwendig? Ja, genau. Wenn zum Beispiel einer fährt am Tag von Leipzig oder anders, einer fährt von Döbeln nach Gütersloh. Am gleichen Tag fährt einer von Gütersloh nach Döbeln. Wenn die sich besser absprechen würden, könnten sie zu Hause bleiben. Ja? Das meine ich. Mhm. Effektivieren. Jetzt lass sie doch auch mal was sagen. Nee, ich habe mich nur gefragt, also das sind ja erstmal sehr viele Busfahrer, die man braucht. Wer hat denn überhaupt so eine Busfahrermentalität? Also ich glaube, von uns hier in der Runde würde ich eigentlich nur bei Benedikt mitfahren wollen. Weil ich so nett bin. Warum? Wir sind doch freundliche Leute. Weil du sehr langsam Leute. Bist, bis du gesagt hast, bitte nicht im Bus essen, habe ich den Döner schon auf. Aber wir sind doch... Ich glaube, das wird mir gut gefallen. Wir könnten doch locker Busfahrer sein, so freundlich wie Sarah, wir sind. Sarah, dich als Busfahrer... Ein Stück jetzt hinten, ich glaube, es hackt. Genau. Ist doch mega, sie sind genommen. Ich habe keinen Führerschein, ich glaube, ich könnte nicht Busfahrer sein. Du hast keinen Führerschein, du kommst aus Österreich. Es gab viele Jahre, da hat keiner nach dem Führerschein gefragt. In Österreich jetzt oder prinzipiell? Nein, in Deutschland. Ach, also, in Deutschland. Also in Ostdeutschland, meine ich. Nachdem ich die Wende einlitt. hat doch keiner nach dem Fahrerlaubnis oder sowas gefragt. Ja. Also ich glaube, das wäre auch eine zusätzliche Hürde. Die kann man ja nicht gebrauchen, den Führerschein. Ich glaube, man sollte mehr auf Quereinsteiger setzen. Auf Quereinsteiger? Ja, aber die muss also man hinten einsteigen. Was meinst du? Also, dass die Busfahrer hinten einsteigen, meinst du? Nee, man kann doch in bestimmten Bussen zu bestimmten Uhrzeiten immer nur vorne einsteigen, genau. Oder? Genau. Ja. Warum eigentlich? Damit der dein Ticket kontrollieren kann. Oder in deinem Fall dein Gesicht. Nein, aber damit du es vorzeigen musst. Oder mein Pass. Genau. Aber ich bin ja Deutscher. Das ist ja das Perfide. Na, noch. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Pass nicht gesehen, Serdar. Aber ich denke, mit den Quereinsteigern, das ist doch für gescheiterte Piloten. Danke. Ja? So. Oder Formel 1-Fahrer. Die wiederholt abgestürzt sind, könnte man doch sagen, du wirst jetzt Busfahrer, dass man aufgefangen wird. Aber die müssen halt unfreundlich sein und grantig. Das. Nein, der deutsche Busfahrer ist eigentlich ziemlich nett. Echt? Ja. In Österreich wirst du nur Busfahrer, wenn du mit dem Leben abgeschlossen hast. Ja. Ja. Aber ich glaube, Busfahrer ist auch so ein Familiending. Ich glaube, wenn die Eltern Busfahrer sind, dann wird der Sohn auch automatisch Busfahrer. Also mein bester Freund, der kommt aus einer Busfahrer-Dynastie. Ja. Der war schon der Urgroßvater Busfahrer im 17. Jahrhundert. Busfahrer aus Leidenschaft. Wow. Der hat damals schon Leute angeschnauzt. Das war irgendwas ist an der Geschichte faul, aber ich weiß noch nicht was. Ich denke, der Ruf des Busfahrers bzw. der Busfahrerin ist schlechter, als man denkt. Also ich habe immer wieder auch heitere Anekdoten gehört, die erleben ja auch ganz tolle Sachen. Ne? Ganz schön. Also zum Beispiel hat da einer gesagt, Mensch, hier im Bus ist hier noch Platz für einen Kasten Bier und eine Schüssel Kartoffelsalat. Hat der Busfahrer gesagt, ja, und er... So, weil ihr versteht die Situation. Ne? Schöne Bilder. Ja. Und das ist doch toll, wenn man so einen abwechslungsreichen, bunten Alltag auf hat, finde ich. Also, das ist schon ein Traumjob. Ja. Ein Beruf mit Zukunft. Und ich finde, die Nachricht ist wichtig, damit absolut. Die Menschen sich jetzt umorientieren, damit nicht 2030 87.000 Busfahrer oder Busfahrerinnen fehlen. Ja. Petra, was ist denn sonst noch so auf dem Tableau? Forschende konnten Viren, die jahrtausendelang im Permafrost eingefroren waren, im Labor reaktivieren. Durch den Klimawandel könnten solche Erreger nun vermehrt auftauen und Menschen infizieren. Die größte Gefahr liege dabei im Kontakt zu Wildtieren. Diese fungierten ähnlich wie bei SARS-Viren als Zwischenwirt. Das gibt mir und meiner Familie in Österreich ein wenig Hoffnung, dass durch den Klimawandel jetzt wieder Sachen auftauen, weil meine Oma hat es vor 10 Jahren eingeschneit.
Ich muss jetzt irgendwo hinten beim Komposthaufen liegen. Aber das heißt, es ist auch gefährlich, wenn man sein Gefrierfach abtaut, dass dann irgendwo Zombie-Viren rauskommen oder so. Also mein Gefrierfach lebt, selbst im eingefrorenen Zustand. Ja, also. Mich auch. Ja. Das ist sehr danger. Ich habe mich da noch mal ein bisschen weiter auch mal reingelesen im Netz. Clickbaiting, bin ich drauf reingefallen, habe geguckt. Und da hieß es dann auch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, dass das passiert. Genau wie du sagst, wenn man nachliest, ist es dann eben doch nicht so dramatisch. Aber niemals zu 100% abwesend. Und da war ich in Alarmbereitschaft. Weil immer, wenn ich in den letzten Jahren gelesen habe, die Wahrscheinlichkeit ist klein, dann war das einfach hier die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Ja, ja, ja. Die Vergabe der WM nach Katar. Die Banken gehen nicht pleite, sagt Olaf Scholz. Putin, der die Ukraine angreift, das war alles eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Ja. Und hier auch, da waren bei mir alle Alarmglocken. Die Mutter aller dieser Nachrichten ist ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, 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 das, so, das, Dankeschön. Das war, ja, das ist das. Bravo. Ja. Ne? Das ist das auf die Spitze getrieben. Deswegen. Aber Clickbaiting ist ja wirklich ein Problem. Also es ist auch bei banalen Dingen mittlerweile ein Problem. Und ich weiß nicht, ob es immer die gleiche Zeitung ist, die ich lese. Es ist jedenfalls immer der gleiche Vorgang und die gleiche Enttäuschung. Selbst bei so Meldungen wie, diesen Superstar will Bayern München kaufen. Und dann denkst du, okay, ich mach das Abo nochmal, nachdem ich es gekündigt habe. Und dann heißt der Superstar wie Gululu Mukunuku. Und du denkst, Scheiße, den kenne ich nicht. Aber das ist Quatsch, jeden Tag dieselbe Zeitung zu lesen. Es erscheint jeden Tag eine neue. Nee. Weißt du, ja. Doch. Das ist so. Also, das ist. Ehrlich? Ja. Aber es liest sich so, als wäre es immer die gleiche. Ja, das ist verrückt. Ja. Mann, wir verwechseln selbe und gleiche, oder? Ja, ich glaube, ich meine dasselbe. Ist es das Gleiche wie dasselbe? Das hat mich nie interessiert. Ich habe das immer, wenn das waren immer so diese Streber, das war immer so ein Lutz, der ankam. Na, das heißt nicht dasselbe. Ja, ja. Dass ich das, das ist im Internet auch immer so, mit Seit, mit D und T. Oh. Seit immer mit D und T. Das ist sowieso bei diesen Diskussionen im Internet, geht es dann irgendwann nur noch um Grammatik. Ja. Und am Ende ist es Israel. Ja. Es endet immer bei Israel. Genau. Und dann kommt einer und sagt, Israel schreibt man ohne H. Genau. Ja, ja, und auch Kommafehler. Ne? Wenn du schreibst, Nazis sind scheiße, dann schreibt einer drunter, fehlt ein Komma. Ja. Genau. Ja, also ich denke, wir sind uns einig, diese Nachricht ist, eigentlich ist es gar nicht wert, sind hier von uns gesprochen zu werden. Es ist keine Nachricht, das ist Unfug, oder? Ja, aber das sind alle Nachrichten, die so sind. Also dann würde ich sagen, dass wir diese Nachricht stellvertretend mit all den gleichen Nachrichten Kompromiss. In den, auf den Müllhaufen der Geschichte verdammen. Ja, gute Idee. Ja. Tut mir leid für deine Oma. Ja, danke. Erbschaften gefährden die Demokratie. In Deutschland werden mehr als die Hälfte aller Vermögen vererbt oder verschenkt. Es handelt sich um eine Summe von 400 Milliarden Euro, die pro Jahr an die nächste Generation weitergegeben werden. Unser Land sei damit, so Kritiker, viel mehr eine Erben- denn eine Leistungsgesellschaft. Es komme auch heute also mehr darauf an, in welche Familie jemand hineingeboren wird, als darauf, was man selbst im Lauf des Lebens erarbeitet. Das widerspricht eigentlich ja dem Prinzip der Chancengleichheit. Ja? Wenn das ganze Glück davon abhängt, dass das so eine Spermalotterie ist. Ja? Also so ein Samenbingo. Ja? Also wo wirst du hineingeboren? Und hier muss man wirklich mal sagen, also ich bin auch nicht gewillt, jetzt meiner Brut, die ich ja schon, also dass ich diese Nattern, die ich an meinem Busen nährte, jetzt noch mal pfropfe, indem ich irgendwie jetzt noch dort Erbe hineinwuchte. Ja? Und also ich möchte nichts hinterlassen und der einzige Ausweg ist ja nur, indem man alles, was man hat, zu Lebzeiten verprasst. Indem man wirklich, ja, kann ich allen nur zurufen, kauft 70 Kilo gelbe Gummistiefel, raucht, fresst, rumhuren, irgendwie, also ein exzessiver Hedonismus zur Bewahrung der Demokratie. Was Geileres gibt's doch eigentlich gar nicht. Voll. Finde ich auch. Ja. Und das Tolle ist auch, wenn du dann stirbst und du hast überhaupt nichts zu vererben, dann sind auch wirklich alle traurig. Keiner freut sich, dass du tot bist, weil er ein Erbe kriegt oder eine Versicherung. Gut. Es hat auch noch einen positiven Nebeneffekt. Oh, klasse. Sandra, 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 Sandra. Sehr gut. Ja. Aber warum bestraft man immer die, die es haben? Also eigentlich sind die, die es haben, doch nicht schuld, dass die anderen nichts haben. Man muss doch die Reichen eigentlich belohnen dafür, dass sie das Geld verwalten.
während die Armen das Geld verprassen. Kann ich mal hier eine AfD-Position einbringen? Ich meine, das, ja, das muss doch in der Comedy auch mal Platz haben, so ein Weidelscher Imperativ. Also ich, hat ja Bertolt Brecht gesagt, hier, oder war es Bertolt Brecht? Nee, ich glaube Bernhard Brink hat ja gesagt, die Rose am Strand, die Sonne am Strand von Barbados. Nee, das war Brecht, ich bin jetzt völlig durcheinander. Es war die Echse. Es war die Echse. Vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass Erben nicht nur unsozial ist, es ist auch unsexy. Ja. Erben ich. Ist unsexy? Ja. Ich ja wenn man so der Leiche dann noch das letzte, die Goldzähnen so und das alles so, wenn man die so flattert. Aber gibt es denn immer nur entweder oder? Kann man jetzt mal über die Höhe dieser Abgabe sprechen und dann verhandeln, wie viel ist denn jetzt die Erbschaftssteuer? Was wäre sozial gerecht? Angenommen? 50%. Das legen wir jetzt fest. Ich höre 50%. Was höre ich noch? 75%. 75%. Ja, was höre ich? Ich gehe auf 100. 100%? Das ist der Wagenknechtsche Imperativ, ja, den wir jetzt haben. Ja. Ja, jetzt sind wir bei der Linkspartei gelandet. Da gibt man den kleinen Finger und dann nehmen sie das ganze Erbe. Ja, nein, also ich, es gab nein. im Osten übrigens den Jürgen Erbekor, fällt mir gerade ein. Ah, okay. Ja. Ach, der hat das erfunden. Wie viel Prozent hatte der? Hat die Echse Substanzielles zum Jürgen Erbekor beizutragen? Ja. Schade. Debatte um kulturelle Aneignung. Gesellschaftliche Konflikte in den USA spiegeln sich oft in der Musik wider. Es gibt den Vorwurf, weiße Musiker bedienten sich ungeniert am kulturellen Erbe der afroamerikanischen Kultur, auch kulturelle Aneignung genannt. Aber auch, dass sie angeblich mehr Geld mit der eigentlich schwarzen Musik verdienten, indem sie sie dem Geschmack des weißen Publikums anpassen würden. Da raste ich aus. Das ist mein Ding, da raste ich aus. Ja? Ich hab's befürchtet. Ich kann kulturelle Aneignung, ich werde wahnsinnig, wenn ich das nur noch höre. Ja, es ist nicht mehr das Gleiche und auch nicht mehr dasselbe. Das ist einfach nicht mehr erträglich. Also was ist kulturelle Aneignung? Der Türke hat den Döner erfunden, der Grieche macht daraus Gyros. Regt sich darüber irgendjemand auf? Nein. Vietnamesen tarnen sich als Japaner und verkaufen Sushi. Regt sich darüber jemand auf? Hip-Hopper, deutsche, dicke, asoziale Hip-Hopper, machen Musik, die auf die Straßen von New York gehört. Da sagt niemand was. Aber wenn eine Schweizer Band Reggae macht, dann kommen alle Woken auf den Plan und sagen, das ist kulturelle Aneignung. Alles ist kulturelle Aneignung. Selbst, dass ich hier sitze, ist die kulturelle Aneignung Ostdeutschlands durch einen türkischen Imperator. Heil mir selbst. Ja. Und wenn wir am Ende nicht mehr kulturell aneignen, werden wir eine rein nationalistische Gesellschaft. Dann ist alles nur noch deutsch und das ist total langweilig. Ich will kulturelle Aneignung. Noch mehr. Ja, also zum Beispiel dann eben Bockwurst mit Soße scharf. Bock heißt übrigens auf ja, Bock heißt übrigens auf Türkisch Kacke. Oh. Ja, Bockwurst heißt Kackwurst. Echt, ja? Ja, deswegen essen die Türken auch keine Bockwurst. Das ist verdächtig. Und wie wär's mit Bückwurst? Das ist was anderes. Das ist schön. Das ja? kenne ich vom Straßenstrich. Also ich finde, man muss bei der Debatte immer gucken, ne, was genau der Vorwurf ist, über was wir reden. Das ist ja jetzt hier nicht 100% konkret auf einen Fall gemünzt. Das ist ja das Schlimme. Aber sonst finde ich ein bisschen schwierig, genau. Und ich finde, über einen konkreten Fall kann und soll man auch immer irgendwie reden und gesprächsbereit sein, weil ne, das finde ich ist wichtig. Aber sonst machen wir gerade so ein bisschen Weißbrot-Talk, ne? Ja klar. Also ja, du bist vielleicht noch so Dinkel, aber wir sind auf jeden Fall Weißbrot. Na, aber es ist ja auch widersprüchlich. Also wenn du zum Beispiel die Reggae-Musik jetzt zurückführst zu ihren Ursprüngen, dann gibt es da keine eine originäre Kultur, der du das zuordnen kannst. Sondern der Rastafari-Glauben kommt eigentlich aus Äthiopien, die E-Gitarre kommt aus Japan und die singen, leben in Jamaika. Und das ist wunderbar, dass es so ist. Und das soll auch so bleiben, weil es ja auch Interesse für eine Kultur bedeutet. Es ist ja nicht, dass du den Leuten sie wegnimmst, sondern du vervielfältigst sie. Und das finde ich viel besser, als sie einzuschränken. Aneignung ist für mich eigentlich positiv belegt. Ja, ich habe mir eine Sprache angeeignet, ich habe mir Oboe spielen angeeignet. Mhm. Also für mich das größere Problem ist die kulturelle Abneigung. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine tiefe kulturelle Abneigung gegen Jazz.
ja, wenn die da so auf unseren guten deutschen Trompeten, ja, oder Ska, dieses hektische Gehoppel. Also dafür schäme ich mich eigentlich und denke, Olaf, es wäre doch viel besser, wenn du dir diese Kultur aneignen würdest. Und ich finde, da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema Musik. Der Kreis schließt sich. Also unser Jazz ist Schlager und das soll auch so bleiben. Petra. Immer mehr Männer unterziehen sich ästhetischen Eingriffen. Laut einer aktuellen Erhebung ist die Anzahl dieser Behandlungen im letzten Jahr deutlich angestiegen, und zwar um 15%. Es sei heute nicht mehr unüblich, dass Männer auf Empfehlung von Freunden kommen, die ebenfalls eine ästhetische Behandlung, wie zum Beispiel Botox oder Haartransplantation, hatten. Toll. Das reicht als Gag jetzt einfach hier einmal rüber zu schwenken. Das ist schon. Ja, guck mal, aber schön. Gerade in dieser Runde sollte man das Thema Schönheitsoperationen mal ansprechen. Also vor allem, dass Serda und vor allem Olaf wissen, dass das nicht schlimm ist, wenn man in seinem Gesicht was machen lässt. Aber das Problem beim Mann ist ja, glaube ich, wenn du... Wo willst du denn da aufhören? Ja, so ein männlicher Rumpf. Ich habe es mal probiert, ich habe mir mal die Hoden verlängern lassen. Aber das sieht jetzt nicht besser aus. Immerhin. Ja, die fahren jetzt hier schon die 18. Runde hier um den Herdball mit. Es ist unbequemer, das ist der einzige Vorteil. Aber ich glaube, dass der Mann hat es ja evolutionär nicht nötig, sich jetzt attraktiver machen zu müssen. Weil er gibt ja. Die Empfangende ist es ja, glaube ich, die ihre... Das stimmt aber nicht. Im Tierreich ist immer... Im Tierreich balzen doch die Männchen immer mit ihrem Federkleid und der Brust, der aufgeplustert. Wie du sagen würdest, stop foul. Das sag ich doch. Oder das sagst du, ja. Nee, du hast ja gerade gesagt, der Mann muss nicht schön sein, aber im Tierreich muss er extra. Aber ich hab's gemeint. Du lügst ja. Du lügst ja ganz unverhohlen. Nein. Ja, woher soll ich denn wissen, was ich sage? Also ich muss hier eine Stunde irgendwas erzählen. Also, jetzt ist Olaf hier in eine Rechtfertigungshaltung gekommen, weil er noch nichts hat machen lassen. Aber wo würdest du denn was machen lassen, bei dir oder bei uns? Fangen wir mal bei mir an. Also wenn das jetzt ginge. Hauptsache Ü drin, klar. Wenn es ginge, ich hätte nichts gegen wallendes Haar. Wie du? Stell dir mal vor, wie das aussehen könnte. Ja, lass mal kurz, darf ich mal kurz dein Haar haben? Ja, gerne. Ja, alles. Was ist jetzt die Idee? Ich will eine Frisur haben. Ja. Das würde ich machen lassen. Ja, es ist dich jünger. Und das wäre Olaf. Du kannst meine auch mal haben. Oh Gott, du siehst so schlimm aus in der Kamera. Oh mein Gott. Hat man das in der Kamera gesehen? Ja, oh Gott, das sah so hässlich aus. Das sah noch schlimmer aus als jetzt. Das wird mich jahrelang verfolgen. Man sieht automatisch aus wie einer von den Skorpionen. Das wird mich jahrelang verfolgen, ja. Wenn auf Google Bildersuche jemand eingibt, schwuler Türke, dann kommt dieses Bild. Gerade Benedikt braucht, finde ich, überhaupt keine Schönheitsoperation. Der braucht aber auf jeden Fall einen Rasierer. Er darf aber ja noch gar nicht. Ist das geregelt? Mit 12 darf man noch gar nicht. Also. Ja. Na, ich bin schon 13. Also. Ja, eine Schönheitsoperation nicht, aber schon so ein bisschen. Ja, ich muss ruhiger werden, das ist mein Problem. Ja, das stimmt. Coaching. Ja. Ja. Coaching. Muss runterkommen. Ich bin aufgedreht einfach. Das ist das Kokain. Also. Ja. Aber es gab ja doch die Phase der Metrosexuellen, wo Männer angefangen haben, sich auch Kosmetika zu besorgen. Jetzt ist die Phase der Barbershops. Wenn du mit einer Frau abhängst und die sieht, dass du Ohrenhaare hast, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ohrenhaare, Nasenhaare und Olafhaare. Falsche Reihenfolge, aber ja. Jetzt mal jenseits des Unsinns, was sagen wir? Ist es okay, dass der Mann den Gang in die Änderungsfleischerei antritt? Soll man das propagieren? Definitiv. Soll man das jeden selber entscheiden lassen? Jeder, wie er will. Ich glaube, das ist in der Stadt üblicher wie im Land. Also mein Opa, der ist ein alter Bauer am Land. Und ich glaube, er hat sich noch nie gedacht, dass er sich jetzt in der Lieder straffen muss. Ich glaube, am Land steht man mehr zu seiner Hässlichkeit. Ja? Ja. Ja. Gut, am Land herrschen einfach andere Sitten. Ne? Dein Opa ist wahrscheinlich auch mit seinen Kühen verheiratet. Mit meiner Oma. Ach so, ja. Kann ich noch eine private Frage stellen? Selbstverständlich. Serda, du bist total interessiert an dem Thema. Ich frage mich schon seit langem, vielleicht kann die Exe uns auch helfen. Ja? Also wenn man kein Geld für einen Puff hat, ja, dann kann man doch in ein Waxing-Studio gehen und sagen, einmal Brazilian Waxing bitte.
Das ist doch, dann wird doch an, man wird dann angefasst, oder? Aber du bezahlst das auch. Ja, 20 Euro, das ist billiger, als wenn du auf den Prenzlauer Berg irgendwie gehst. Das ist sehr viel interner. Die Frage ging ja an die Exe, glaube ich, oder? Ich finde, wir sollten die Exe fragen. Ja, du hast ja eine Frage jetzt über Waxing gestellt, nicht über Exing. Insofern weiß ich einerseits nicht, ob ich das beantworten kann. Ansonsten in der Natur, falls ich jetzt mal als Betroffener sprechen darf, ich habe ja hier sehr oft Tierreich gehört, ich habe Evolution gehört und da wird geredet, da redet ihr. Und hier sitzt das Tier im Terrarium hinter der Scheibe, wisst ihr? Und die Einzigen, die hier eine Scheibe haben, seid ihr, weil ihr mich nicht mal fragt zwischendurch, wisst ihr? Weil es euch gar nicht interessiert. Ich hab dich doch gerade gefragt. Ich hab mich ja, eher dann am Ende, weil er weiß, wie es ist, als Randgruppe unterwegs zu sein. Ja? Wer sitzt am Rand? Es ist überhaupt nicht am Ende, wir sind mitten in der Sendung. Du, heute sitzt er noch im Panel. Morgen sitzt du hier hinter der Scheibe, ja, und übermorgen hinter Gitter. Das sage ich dir. Das ist, ja, das geht hier ganz schnell in der Gruppe. Ja, aber gut, jetzt ist es soweit. Und ich muss sagen, als Tier, wir machen uns ja überhaupt nicht so eine große Platte. Ja, wir interessieren uns einfach nicht für andere. Es sei denn, wir wollen sie vögeln oder wir wollen sie fressen. Ja, und ansonsten bleib ich bei mir, suche nach einem Weibchen. Und ja, gendermäßig, ihr habt drüber gesprochen, da ist es natürlich so, in der Natur, da hast du Weibchen und Männchen. Ja, also entweder du rammelst rein oder wirst gerammelt. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Und da musst du nicht im Kopf noch ewig drüber nachdenken, was könnte ich noch sein. Und wenn ich aber das von dem anderen bin, ist es dann angeeignet oder nicht? Also in der Zeit taue ich lieber ein Zombie-Virus auf. Er hat es einfacher als wir, oder? Ja, damit schließt sich der Kreis Pantare. Wir sind wieder dort, wo wir eigentlich losgefahren sind, also im Sitzen. Ich würde sagen, wir haben alle Themen wirklich heute sehr erfolgreich erörtert, bearbeitet und auch inhaltlich strukturell abgeschlossen. Dafür danke ich euch auf das Allerintensivste. Wir bedanken uns als Ensemble bei Ihnen daheim, bei Ihnen auch hier im Studio und würden uns freuen, wenn Sie uns auch nächste Woche wieder gewogen sind. Das war doch ganz unterhaltsam.